Hallo, heute nur ein kurzer Quick-Tipp zum neuen Logic Update 10.5. Und zwar habe ich gerade erst entdeckt, dass wir das Projekt von einem internationalen Topstar hier geschenkt bekommen haben, und zwar Ocean Eyes von Billie Eilish. Das findest du, wenn du auf Logic gehst und ein neues Projekt erstellen möchtest, unter Vorlagen. Da findest du dieses komplette Projekt hier und das kannst du dir runterladen und kannst dann einfach mal reinschauen. Du siehst hier die komplette Session mit allen Vocal Stems, mit allen Instrumenten. Das ist hier alles mit Logic-Plugins oder Logic-Instrumenten, Software-Instrumenten aufgenommen worden. Ich denke mal, im Original war es nicht so. Das haben sie jetzt hier für Logic einfach nachgebaut. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir können mal kurz reinhören. Ich schalte mal den Gesang ab, weil ich ein bisschen Schiss habe, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Und das hörst du jetzt hier, Ocean Eyes, das Arrangement nur mit Logic-Instrumenten. Können wir ganz kurz reinspicken, reinhören. Mehr traue ich mich nicht so wirklich, aber es ist sehr cool, du kannst hier reinhören, du kannst auch im Mixer schauen, was sie gemacht haben, und du siehst vor allem die ganzen Vocal Stems, ups, und das finde ich sehr spannend, weil du siehst, wie sie hier gearbeitet haben, und das wäre jetzt so gar nicht meins. Schau mal, wie viel Vocals oder wie viel Takes die gemacht haben, teilweise hier nur einzelne Wörter ausgeschnitten, das finde ich jetzt schon echt krass. Einzelne Passagen ausgeschnitten, und wie bei den meisten modernen Pop-Produktionen siehst du unglaublich riesige Vocal-Stacks. Also die ersten 23 Spuren sind nur Vocals, und der das editieren musste, alles, der tut mir echt jetzt schon leid, der es raussuchen musste, weil das war bestimmt ein Tag Arbeit, wenn es überhaupt reicht. Aber du siehst riesige Vocal-Stacks, und wenn du reinhörst in die Stimme, denke ich mal nicht, dass sie Melodyne braucht. Also ich finde, sie kann schon singen, aber du kannst dich selber auch überzeugen davon. Dann, wir können mal ganz kurz reinhören. Ich schalte mal die Effekte aus, dann können wir Billie Eilish ohne Effekte hören. And those ocean eyes. Und du hörst Billie Eilish in der Gesangskabine rumpeln. Das ist auch spannend. Das ist jetzt hier komischerweise also noch nicht editiert, oder hier, das ist nicht reduziert. Ich denke mal, das ist einfach zu Anschauungszwecken. So würde man das normalerweise nicht machen, aber dass du mal reinschauen kannst, wie sie so gearbeitet haben. In den Mixer können wir natürlich auch reingucken. Wir können uns alle Instrumente anschauen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie, hier ist zum Beispiel, wie sie ihren, der Equalizer für die Lead Vocals. Was interessant ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sehr, fast keine subtraktiven EQ verwenden, sondern nur Höhen, nur Frequenzen anheben in fast allen Gesangsspuren. Weil sie singt ja sowieso schon sehr hoch, also find ich krass, ist sehr, sehr luftig. Wo ist mir jetzt noch aufgefallen? Hier zum Beispiel Vocal Response, auch wahnsinnig starke Höhenanhebungen und auch ungewöhnlich, so ein bisschen hier um die 500. Das ist spannend, und diese ganzen Vocal Layer, was ich ein bisschen komisch finde, ist die gleiche Effektkette überall reingeladen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das soll, ob das jetzt auch zu Anschauungszwecken ist oder warum das so ist. Und dann haben sie hier dann nochmal was anderes. Also verstehe ich nicht so ganz, aber es ist spannend, zumindest reinzuschauen. Du kannst auch in den Master Fader gucken. Da ist auch der Pultec EQ, den sie verwenden. Auch Profis verwenden ihn von Logic selber hier. Das ist auch spannend, da einfach mal reinzuschauen. Und du kannst natürlich für deine eigene Produktion jetzt, solange du Billie Eilish's Vocals nicht benutzt, kannst du diese Produktion hier natürlich verwenden. Also die Instrumente, die sie hier gemacht haben, die sind ja alle custom-made, ja, in Logic gemacht. Die kannst du für deine Produktion verwenden und hast dann schon mal ein cooles Start-Setup für eine Pop-Produktion. In den nächsten Tagen geht es weiter rund mit Videos zum Logic-Updates. Ich bin viel am Arbeiten. Falls du nichts verpassen möchtest, drück bitte unbedingt die Glocke neben dem Abonnieren-Button, sonst wird dir gar nicht jedes Video angezeigt. Aber ist richtig cool. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, schreib mir in die Kommentare, wie du das Ganze fandest, oder gib mir im besten Fall ein Abo, und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!